bisschen nochmal die große Perspektive einzunehmen, nochmal rauszuzoomen aus dem, was Sie heute alles schon besprochen haben und über das Thema zu reden, von den Grenzen des Wachstums zu kollaborativem Handeln, was tun. Da in dem Raum auch einige Leute unter 35 sind, was immer so die magische Grenze ist von Leuten, die sagen, oh ja, Club of Rome habe ich schon mal gehört oder noch nicht. Zwei Worte kurz zum Club of Rome, und ein Kompliment, aber zwei Worte kurz zum Club of Rome. Gegründet 1968, 1972 kam die Studie Die Grenzen des Wachstums, zu denen ich gleich noch zwei Worte sage, aber worüber einer der Hauptautoren, Dennis Meadows, mal gesagt hat, Millionen Menschen fanden die Aussage richtig, Millionen Menschen fanden sie falsch. Und ein paar wenige haben das Buch sogar gelesen. Seitdem sind über 45 Berichte an den Club of Rome erschienen. Und was wir versuchen in unserer Arbeit, ist holistisches, interdisziplinäres und globales Denken zu fördern. Das hört sich sehr abstrakt an. Ich finde, dieses Elefantenbild zeigt es sehr, sehr schön. Sie sehen sechs blinde Menschen, die alle unterschiedliche Teile dieses Elefanten anfassen. Der am Rüssel denkt sich, ach, eine Schlange. Der an den Seiten denkt sich, ach, ein Baum. Und erst wenn man rauszoomt und erst wenn man versucht, das größere Bild zu sehen, sieht man, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Und ich glaube, was für diesen Elefanten gilt, gilt auch für unser ökonomisches, ökologisches System, weswegen ich jetzt gleich ein bisschen rauszoomen will und vor allem die Verbindung von sozialen und ökologischen Faktoren betonen will. Grenzen des Wachstums. Wie gesagt, 1972 erschienen mit dem hehren Anspruch, mit dem hehren Ziel, in die Zukunft zu schauen. Und wir wissen, dass die Vergangenheit voll ist mit falschen Prognosen über die Zukunft. Es gibt ein tolles Buch von Roger Willemsen, der das ein bisschen aufgeschrieben hat. Ich möchte zwei Sätze daraus zitieren, weil es so ein bisschen zeigt, dass wir auch demütig gegenüber der Zukunft sein müssen, was wir wissen können und was nicht. Kaiser Wilhelm beispielsweise sagte 1904, das Auto hat keine Zukunft. Ich setze auf das Pferd. Und Gottlieb Daimler, einer der Pioniere der Autoindustrie, der es eigentlich hätte wissen müssen, sagte, die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird 1 Million nicht überschreiten, allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Die Autoindustrie ist allerdings nicht der einzige Bereich. Wir sehen das auch von Insidern innerhalb dieser Themen. Beispielsweise Thomas Watson, CEO von IBM, sagte 1943, es gibt keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben sollte, und ich glaube nicht, dass der Weltmarkt 5 überschreiten wird. Das heißt, wir sehen, die Vergangenheit ist voll von falschen Prognosen über die Zukunft, und das war nicht das, was die Autorinnen und Autoren der Grenzen des Wachstums versucht haben. Was die Autoren versucht haben, ist Szenarien zu entwickeln, wie sich die Welt entwickeln könnte, wenn wir gewissen Pfaden folgen. Das heißt, sie haben sich Faktoren angeschaut, von Industrialisierung über Bevölkerungsentwicklung bis zur Verschmutzung, geguckt, wie interagieren die miteinander und was bedeutet das für unsere Zukunft in einer 100 Jahre Perspektive. Es ging also weder um die Ansage der Apokalypse noch das Ende des Öls im Jahr 2000, wie es später oft missverstanden wurde und wodurch ich auch glaube, dass die Grenzen des Wachstums eine der am häufigsten missverstandenen Berichte des 20. Jahrhunderts sind. Eine Ronald Reagan beispielsweise sagte über die Studie There are no limits to growth because there are no limits to our dreams, was natürlich eine absolute ideologische Verblendung und Falschaussage ist, aber ich möchte das nur kurz betonen, dass die Grundaussage der Grenzen des Wachstums, wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten Jahre, 100 Jahre, erreicht. Was wir mit Grenzen meinen, ganz kurz, das geht jetzt nicht ins Detail, es gab verschiedene Studien, die versucht haben zu schauen, wie akkurat waren die Grenzen des Wachstums. Das ist das Business as usual Szenario, eins der 12 Szenarien, die sich angeschaut wurden. Und wir sind einigermaßen im Trend, aber diese kleine Arbeit zu schauen, wo sind die Datenpunkte hier und wo stehen wir, ist im Gegensatz zu der größeren wissenschaftlichen Erkenntnis, die wir heute haben, vielleicht gar nicht so relevant. Denn letztendlich kann man sagen, die Grenzen des Wachstums haben das Problem vermutlich eher unterschätzt als überschätzt. Wir wissen heute, es gibt nicht nur eine Grenze des Wachstums. Wir wissen, es gibt verschiedene, das ist das Konzept der planetaren Grenzen, das viele von Ihnen kennen, dass es verschiedene ökologische Faktoren gibt, um ein stabiles Klima auf der Erde und eine stabile Lebensbedingung haben zu können. Wir sind momentan dabei, mindestens 5 bis 6 dieser Grenzen überschritten zu haben, was vor allem die zwei größten Faktoren hier sind, Klimawandel und Biodiversität. Dazu zwei Worte gleich noch. Ich möchte es aber korrelieren mit den sozialen Faktoren, denn was wir sehen, ist diese Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und diese Extraktion und eine auf ständigem Wachstum basierende Wirtschaft.
nicht mal dazu führt, dass gleichmäßig auf der Welt die Früchte verteilt werden und das Wohlergehen der Menschen dadurch steigt. Wir hatten natürlich eine Zeit der enormen Armutsreduktion im 20. Jahrhundert durch verschiedene Faktoren. Wir sehen aber auch, dass das momentan heißlaufende System, die immer weitere wachstumbasierte Wirtschaft, nicht mehr dazu führt, dass das Wohlergehen der Menschen steigt, auch wenn andere Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt weiterhin steigen. Das nur am Rande zu sagen und schon mal ein kleiner Teaser dafür, wie soziale und ökologische Faktoren hier zusammenhängen. Wenn man nochmal rauszoomt, sieht man also, Klimawandel und Biodiversitätskrise im Speziellen sind nicht abgekoppelte Systeme, sondern sind Teil einer extremen Steigerungslogik, die wir mindestens seit 1950 beobachten können. Das hier, the Great Acceleration, die Steigerung in allen Bereichen unseres Lebens, das können wir von ökologischen Faktoren sehen, auf der linken Seite, in allen Bereichen, von dem Verbrauch von Energie, über Population, über den Wasserverbrauch oder die Verschmutzung und auf der rechten Seite ebenso für gewisse Klimabedingungen. Das ist nur, um zu zeigen, diese Steigerungslogik ist immanent in unserem System und es hilft nichts, wir müssen Klimawandel als Teil dieses Systems sehen. Es hilft nichts, Klimawandel abgekoppelt davon zu betrachten, sondern zu sehen, wo kommt diese Steigerungslogik allgemein her. Hier ist nochmal diese Grenze in ein bisschen anderen Darstellung und was interessant ist an diesem Anthropozän, an unserer Steigerung, wir sehen, wo wir 1972 waren. Und 1972 war diese Lage beherrschbar. Wenn man zu den Ursprungsautorinnen und Autoren der Grenzen des Wachstums redet, meinen die, naja, das ist eigentlich, wir sagen denen jetzt, wie das ist und dann können wir relativ leicht umsteuern und so und dann wird es schon alles gut werden. Das war nicht, diese Katastrophenstimmung war damals bei den Autoren nicht so da. Es gab ja Zeit zum Umdenken. Und ich glaube, was wichtig ist, zu sehen, dass wir die größte Verschmutzung innerhalb der Erde verursacht haben, als die Erkenntnisse darüber schon klar waren. Das heißt, die größte Verschmutzung hat im Bewusstsein dessen stattgefunden, was wir tun. Und das sollte uns zu denken geben. Zwei Faktoren noch zum Klimawandel und Biodiversität. Wir sehen hier, nur in dieser Gruppe wird es natürlich nicht der Fall sein, aber man hört immer mal wieder so, naja, Klimawandel, da ist ja auch, die Vulkanausbrüche spielen ja auch eine große Rolle und die Sonneneinstrahlung darf man ja auch nicht unterschätzen, der Mensch kann ja gar nicht so viel dafür. Das ist natürlich Quatsch. Wir sehen hier auf der linken Seite die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, nie so hoch wie heute, und auf der rechten Seite die Erwärmung des Klimas. Das heißt, hier natürlich preaching to the converted, aber das alles andere ist einfach Quatsch. Dementsprechend sehen wir hier, dass wir vor existenziellen Herausforderungen stehen. Wir sehen Bart, der sagt, es ist der heißeste Sommer seines Lebens, und Homer, der ihn tröstet und sagt, naja, aber es ist der kälteste für den Rest seines Lebens. Während wir auf der rechten Seite sehen, dass vor 1990 bei Ihnen, die sich erinnern, wahrscheinlich die Autos noch voller Mücken waren, dass inzwischen deutlich weniger ist. Aber wir natürlich alle hoffen, dass Sie 2050 noch im Auto sitzen. Und ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber wir reden über das sechste Massenaussterben in der Geschichte der Menschheit. Nicht der Menschheit, des Planeten. Das ist eine sehr, sehr ernste Gefahr. Wir sehen es unter anderem daran, es ist letzte Woche eine Studie erschienen, dass seit 1970 die Wildpopulation um 70% abgenommen hat. Das ist eine enorme Zahl. Wir sehen, dass wir 10.000 Jahre stabiles Klima ruiniert haben. In diesen 10.000 Jahren des Holozän haben sich die Menschen niedergelassen, das war eine stabile Zeit. Da sind wir raus. Und dementsprechend ist die nächsten 10 Jahre sind existenziell in diesem Klimabereich. Was uns aber sehr wichtig ist zu betonen, Klima ist untrennbar mit sozialen Themen verbunden, ganz besonders der Ungleichheit. Was wir sehen, diese Zahlen in der oberen linken Tabelle, sehen Sie die 10%, wie viel besitzen die obersten 10% innerhalb verschiedener Länder am Einkommen. Ich weiß, es ist vermutlich schwer zu lesen von da hinten, je orangener und je roter, desto schlechter. Und Sie sehen relativ viel orangen-rot. Und alle schauen wahrscheinlich gerade, wo die Schweiz liegt. Das ist eher gelb als rot. Aber wir sehen, dass eine massive Konzentration von nationalem Einkommen innerhalb der Top 10% stattfindet. Und wir sehen, dass dieser Trend zunimmt. Wir sehen unten, dass seit 1985 das reichste Prozent der Weltbevölkerung fast 20 Mal mehr Vermögen angehäuft hat als die ärmeren 50%. Das sind enorme Zahlen. Wir müssen uns das klar machen, dass das nicht nur eine normative und eine Gerechtigkeitsfrage ist. Gleiches, wie wir das Recht sehen, in der globalen Seite des Vermögens, ja, mit den oberen 10%, die 83% des Weltvermögens besitzen.
Das ist eine normative Frage. Wir wollen als Gesellschaft, wie wollen wir leben? Und das ist Einkommen und Vermögen spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber es ist auch wieder rückkoppelbar zu den ökologischen Faktoren, die wir auf der Erde haben. Was wir auf der linken Seite sehen, ist der materielle Fußabdruck, gestaffelt nach den verschiedenen Einkommen. Das ist jetzt keine Überraschung, dass die Leute mit hohem Einkommen, die sich mehr leisten können, die mehr materiellen Verbrauch haben, wesentlich mehr zur Klimakatastrophe beitragen als die ärmeren Leute. Was aber interessant ist, auch auf der rechten Seite, das gilt jetzt für den Ressourcenverbrauch, ist die Verantwortung der jeweiligen Länder und Regionen an der Klimakatastrophe. Ich möchte dieses Bild nur zeigen, weil immer mal wieder auch dann bei Veranstaltungen so aufkommt, naja, die Afrikaner sollen einfach ein bisschen weniger Kinder kriegen und dann ist es schon geklärt. Abgesehen davon, dass es zwar rassistisch ist, ist es auch einfach empirisch Quatsch, so, weil die Verursachung in den High-Income-Countries liegt, in unteren Ländern liegt und dementsprechend die Verantwortung dort auch am höchsten ist. Ich möchte aber noch eine Komponente von Ungleichheit betonen und das ist eine der wichtigen, die wir auch in diesem Bericht Earth for All herausgestellt haben. Denn ungleiche Gesellschaften gefährden wesentlich die Funktionalität von Gesellschaften. Wir sehen empirisch, dass in allen in Gesellschaften, die gleicher funktionieren als Ungleichheit, wo Ungleichheit geringer ist, eine bessere Resultate erzielt werden in Werten wie Vertrauen, Bildung, soziale Mobilität, Gesundheit, psychische Gesundheit und so weiter. Das gilt, das heißt, Gleichheit ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, um ein politisches System funktionsfähig zu halten und sich nicht dividieren zu lassen. Wir sehen Polarisierung und ich weiß, man kann das nicht monokausal betrachten und sagen, in den USA kommen nur solche Leute wie Trump an die Macht, weil es ungleich ist, aber Ungleichheit spielt einen wesentlichen Faktor. Und das Interessante ist, dass wir diesen Link zwischen besseren Resultaten in diesen Indikatoren und Gleichheit nicht nur in reichen Ländern sehen, so schneidet Skandinavien natürlich besser ab als die USA, sondern das gilt auch für ärmere Länder, dass Costa Rica zum Beispiel, die einen größeren Grad an Gleichheit haben, wesentlich besser abschneidet als Länder, die das gleiche Pro-Kopf-Einkommen im Durchschnitt haben, aber mit einer größeren Ungleichheit. Das heißt, wir sehen, es gibt Einkommensungleichheit, wir sehen, es gibt Ressourcenungleichheit, was unterschiedliche Verantwortung mit sich bringt und wir sehen, dass diese Sachen ganz wesentlich mit der Funktionalität von Gesellschaften zusammenhängen, die dann sich um Probleme kümmern können, wie den Klimawandel. Das heißt, zur globalen Perspektive ist natürlich das ein bisschen ein Teufelskreislauf. Wir sehen, dass die reichen Länder wesentlich mehr dazu beitragen, die Erde zu verschmutzen. Wir sehen, dass die Auswirkungen davon häufiger in Ländern des globalen Südens stattfinden. Und selbst die Auswirkungen, die in Ländern wie unseren stattfinden, wir sind wesentlich besser in der Lage, damit umzugehen, weil wir mehr finanzielle Ressourcen haben. Wir sehen es in Ländern des globalen Südens, bisweilen Pakistan das beste Beispiel, ein beträchtlicher Betrag inzwischen schon auf das Lösen von den Klimakatastrophen hinausgeht, und dadurch weniger finanzielles Kapital bleibt, um Resilienz zu erschaffen. Das heißt, dieser Ungleichheitsaspekt, sowohl national als auch global, sehr, sehr wichtig. Diese Folie werde ich nur ganz kurz zeigen, wo es auch um die Verantwortung in unserer Länder geht, weil es oft dieses Narrativ gibt, naja, aber wir tun ja schon so viel. Wir sind ja hier als Schweiz und als Deutschland, geben ja auch total viel Entwicklungshilfe und wir helfen denen ja auch, da irgendwelche Dämme aufzubauen und haben ja auch Geld für Brunnen gespendet. Und was wir hier aber sehen, ist, dass das nicht aufgefangen wird von den Investitionen, die in klimaschädliche Unternehmen, in die Abforstung des Regenwaldes, wie wir das hier im Amazon sehen, geht. Deutschland, die Schweiz, Unternehmen sind daran beteiligt. Und ich glaube, diese Ebene ist wesentlich wichtiger, als zu sagen, wir erhöhen ein bisschen den Entwicklungshilfebetrag, weil es hier wirklich um die Regeln des Systems geht. Wie wollen wir investieren? Welche Verantwortung wollen wir als in den reichen Industrieländern wahrnehmen, um mit dieser Katastrophe umzugehen? Das heißt, wesentliche Frage hier ist, wie schaffen wir es, diese ökologischen und sozialen Faktoren zusammen zu sehen? Einige von euch werden Kate Raworth kennen und Donut Economics, die hat das versucht. Außen sehen sie das Konzept der planetaren Grenzen des Planeten und nach innen sehen die sozialen Faktoren. Ja, nach außen, wir müssen aufpassen, dass wir den Klimawandel nicht überschreiten, Biodiversität und so weiter. Nach innen sehen wir müssen aber dafür sorgen, dass Menschen genug Wasser haben, genug Nahrung, genug Gesundheit. Und all diese Faktoren müssen wir zusammen betrachten und dementsprechend innerhalb dieses Donuts bleiben. Das heißt, das ist eine Metrik, wie wir uns überlegen können, wie wollen wir messen, auf welcher Stufe wir stehen, wie wollen wir messen, wo wollen wir hin. Denn was wir auch gesehen haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Monaten, ist, dass gewisse Metriken, wie wir Wohlstand messen und wie wir Fortschritt messen, nicht mehr intakt sind. Denn was bedeutet Fortschritt?
Oft wird gesagt, naja, wir haben ein ansteigendes Bruttoinlandsprodukt seit Jahrzehnten und alle Menschen profitieren davon. Und es gibt diesen berühmten Trickle-Down-Effekt, wo dann angeblich, wenn die oberen 10% davon profitieren, dann werden letztendlich, tropft das alles so runter und die ärmeren Schichten werden auch davon profitieren. Was wir gerade schon gesehen haben, das ist Quatsch innerhalb der Vermögenskonzentration. Aber wir sehen auch, dass dieser Indikator Bruttoinlandsprodukt generell kein guter Maßstab mehr ist. Beispielsweise durch die Glücksforschung. Wir sehen, dass Leute ab einem gewissen Einkommen nicht mehr glücklicher werden, kein höheres Wellbeing mehr haben und dementsprechend andere Faktoren wie Gesundheit dann im Vordergrund stehen. Und wir gesehen haben, dass wir unsere Metriken, unsere Maßstäbe aber sehr, sehr oft auf den materiellen Flows basieren, weniger als auf der Grundlage. Denn wir sehen ja auch, dass Wachstum heutzutage an den Grundfesten unseres Planeten zehrt. Das heißt, wir betrachten eine Wachstumsgröße, die sagt, ja, prozentual steigen wir, was diese Flows sind. Ich weiß, heute früh wurde schon über verschiedene Kapitalarten geredet. Aber gleichzeitig geht das alles auf Kosten der Erde. Wir ruinieren unsere Erde und das wird nicht mit einbezogen in diese Indikatoren. Das heißt, es ist wichtig, sich zu überlegen, was bedeutet Fortschritt, was ist Wohlstand, was ist globale Gerechtigkeit, was wir jetzt sehen durch den Angriffskrieg Putin auf die Ukraine, wie abhängig wir von gewissen Ländern sind, von denen wir vielleicht nicht unbedingt abhängig sein wollen. Und da ist es in Deutschland, glaube ich, nochmal schändlicher gemacht worden als in der Schweiz. Aber wir sehen, dass es eben nicht nur, was Ökonomen dann immer als Externalitäten sagen, wenn Flüsse verschmutzt werden oder sowas, es gibt nicht nur ökologische Externalitäten in unserem Wirtschaftssystem, sondern auch sicherheitspolitische Externalitäten. Das heißt, was bedeutet das für die Globalisierung? Ich sehe, dass die Zeit jetzt schnell tickt, deswegen überspringe ich jetzt den Rest, aber es sind einfach so ein paar Fragen, die wir uns stellen sollten, um so ein bisschen grundsätzlicher zu überlegen, wo wollen wir hin. Wandel geht nur kollaborativ. Ein wichtiger Punkt dieser Veranstaltung. Wir sehen, links ist eine Grafik, wo gezeigt wird, und ich weiß nicht, ob die Folien im Nachhinein zugänglich gemacht werden können, weil ich bin bewusst, dass in hinteren Reihen vermutlich die Zahlen nicht erkannt werden können, aber da kann man sich nochmal anschauen. Die Leute wollen Wandel, die Leute wollen, dass die ökologischen Grenzen ernst genommen werden, wollen, dass Politiken implementiert werden, die über sowas wie Wachstum hinausgehen. Das heißt, die Energie ist da, nur ist es nicht so richtig klar, wie das passieren soll. Denn wir sehen auch, die Lösungen oder die Probleme sind zu groß, um sie alleine zu lösen. Als Individuum ist es natürlich super, wenn wir ein bisschen weniger Fleisch essen und ein bisschen weniger fliegen. Aber wenn das nicht gekoppelt ist an größere systemische Umstände, dann wird das verfließen. Und das Gleiche sehen wir natürlich auf Unternehmensebene. Es ist fantastisch, wenn alle Unternehmen sich gewisse Sachen zu Herzen nehmen, wie nachhaltige Produktion, wie Kreislaufwirtschaft, eine faire Bezahlung und so weiter, wo ich gleich nochmal kurz darauf zu sprechen komme. Aber natürlich sind auch Unternehmen innerhalb eines Systems eingebettet. Und deswegen geht es ganz wesentlich auch darum, sich zu überlegen, was sind die Regeln dieses Systems. Und das ist, möchte ich nur kurz darauf hinweisen, Donella Meadows, die eigentliche Hauptautorin der Grenzen des Wachstums, die von der ersten Edition der deutschen Fassung allerdings runtergenommen wurde vom Verlag, weil gesagt wurde, wenn Frauen auf dem Cover stehen, dann verkauft sich das nicht. Deswegen finde ich es wichtig, ihr Gesicht und sie zu betonen und zu zeigen, wie verantwortlich sie dafür war und wie viel Arbeit sie gemacht hat, wo sie sagt, wo intervenieren wir im System, wo schaffen wir es, zu schauen, dass Veränderung stattfindet. Und das Wichtigste, wir reden ganz oft über sowas wie Steuern und über sowas wie gewisse Metriken. Sie sagt, das Wichtigste ist, das Paradigma zu verändern, innerhalb dessen wir uns bewegen. Das haben wir versucht mit der Earth for All Initiative. Earth for All ist ein neues Projekt zwischen dem Club of Rome, dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, Stockholm Resilience Center und Norwegian Business School, was auf drei Säulen basiert. Einerseits haben wir ein systemdynamisches Modell entwickelt. Zweitens haben wir mit Ökonomen und Ökonomen auf der ganzen Welt gearbeitet. Und drittens versuchen wir das jetzt in der globalen Kampagne an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu bringen. Was ist ein systemdynamisches Modell? Hier eine schnelle Übersichtfolie, die natürlich einfach zu verstehen ist. Wir sehen, dass unsere Welt ist komplex. Und entsprechend müssen auch die Modelle komplex sein. Und Komplexität heißt, das, was wir heute machen, hat Wechselwirkungen auf andere Bereiche. Das versucht dieses Modell abzubilden. Dieses Modell überlegt sich nicht nur linear, was bedeutet Klimawandel für gewisse Nahrungsmittelproduktion im globalen Süden, sondern stellt sich auch die sozialen Fragen. Was bedeutet, wenn Ungleichheit im globalen Süden sinkt? Was hat das mit der Klimakrise zu tun? Sie können alle die technischen Daten auf unserer Website schon anschauen, die sich dafür interessieren. Und wir werden auch eine Simulation entwickeln, wo es leichter zugänglich gemacht wird. Nur eine kurze Dynamik, die wichtig ist zu betonen, das ist die soziale Dynamik.
wie angesprochen, führt steigende Ungleichheit innerhalb zwischen Ländern zu einem geringeren Vertrauen. Dieses geringere Vertrauen führt dazu, dass wir weniger Möglichkeiten haben als Staaten, öffentliche Maßnahmen zum Schutz der Klimakrise in Vorsorge, in Resilienz zu investieren, was wiederhin negative Rückkopplungen für Ungleichheit hat und dementsprechend es schwieriger macht für die Länder, mit Nahrungsmittel und Energie umzugehen. Das ist jetzt ein sehr simplifizierter, herausgegriffener Teil dieses Modells, einer von ungefähr ein paar hundert, aber nur kurz zu schauen, wie das funktioniert. Gleichzeitig wissen wir, dass es gibt den Spruch, alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Dessen sind wir uns bewusst, deswegen haben wir mit über 30 Ökonominnen und Ökonomen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet und zwei Szenarien entwickelt. Die Grenzen des Wachstums hat noch 12 Szenarien, aber wie vorhin schon gesagt, hat das keiner verstehen wollen und alle haben gesagt, das ist nur Apokalypse und so. Deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf zwei. Und das eine ist too little too late. Das heißt im Wesentlichen, was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und das andere ist the giant leap, der große Schritt. Was passiert, wenn wir wesentliche Veränderungen innerhalb unseres Systems einbauen? Wo können wir dann landen? Schaut wieder sehr technisch aus, aber das sind einige der wesentlichen Trends. Nur kurz zusammengefasst, wir sehen, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn unsere Gesellschaft nicht diese Turnarounds implementiert, zu denen ich gleich noch kurz was sage, werden wir die Erderwärmung auf mindestens 2,5 Grad Ende des Jahrhunderts anheben. Wir sehen, dass die Ungleichheit innerhalb von Ländern weiter ansteigen wird. Wir sehen, dass soziales Vertrauen innerhalb Regierungen runtergehen wird und dass der generelle Wellbeing, das Wohlergehen von Menschen, sinken wird. Demgegenüber steht das Giant Leap-Szenario, was Hoffnung machen soll. Denn bis jetzt, was ich gesagt habe, ist ja jetzt nicht so optimistisch und klingt alles nicht so positiv. Aber was wir in dem Buch Stubborn Optimism genannt haben, es ist möglich. Gramsci hat gesagt, Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Wir haben versucht, eine Art Maßnahmenplan innerhalb von 5 Bereiche unserer Wirtschaft aufzubauen und zu entwickeln. Und diese 5 Bereiche sprechen wieder für die Verbindung von ökologischen und sozialen Faktoren und ist eine Energietransformation, eine Nahrungsmitteltransformation, Ungleichheit und Armut. Wie hängen diese Faktoren zusammen? Hier sind einige dieser Zielvorstellungen, die wir formuliert haben. Das heißt, Armut natürlich als Grundlage muss beseitigt werden, um überhaupt so etwas wie soziale Systeme aufbauen zu können. Auch aus einem globalen Gerechtigkeitsaspekt heraus. Und wir sehen, dass wir momentan darin zurückgeworfen werden. Natürlich durch gewisse Sachen, durch die wir jetzt nichts können. Corona, schätzt man, wird uns in der Armutsreduktion 6 bis 7 Jahre zurückwerfen. Wir sehen aber auch, dass wir gerade massive Probleme in Ländern des globalen Südens sehen, beispielsweise durch ansteigende Schuldenstände, dadurch, dass gewisse viele Länder in Europa oder der USA verschuldet sind, in Euro oder Dollar, wir unsere Zinsen erhöhen und das zu Zahlungsausfällen und bisweilen zu Übernahmen der Regierung in Sri Lanka gehört. Das heißt, wir sehen auch hier wieder diese Verbindung von unseren Politiken und in einem globalen vernetzten System. Ungleichheit, eine Zielvorstellung, um eine Funktionalität von Gesellschaften sicherzustellen, ist, die reichsten 10% verfügen über weniger als 40% des Nationaleinkommens. Ganz wichtig, Empowerment ist leider kein so ein tolles deutsches Wort für. Der Verlag bei uns hat es mit Mächtigung übersetzt, was ich nicht, irgendwie nicht so passend finde. Es geht vor allem um eine Art Geschlechtergerechtigkeit, auch wieder aus einer normativen Kategorie heraus. Kann nicht sein, dass im Jahr 2020 Frauen ich weiß jetzt Schweizer Zahlen nicht, aber ich glaube in Deutschland für die exakt gleiche Arbeit über 20% weniger verdienen als Männer. Das ist eine Ungerechtigkeit, die aus sich heraus unfair ist. Wir sehen aber auch, dass Empowerment und die Geschlechterförderung in Ländern des globalen Südens auch dazu führt, dass Geburtenraten sinken. Das heißt, wenn Frauen ermächtigt sind, arbeiten zu gehen, wenn wir Kinder nicht mehr als soziale Sicherungssysteme brauchen, ist das nicht nur ein positiver Zweck für sich selbst, sondern hat auch noch Effekte auf die globale Population. Denn natürlich macht es einen Unterschied, ob auf der Welt 12 Milliarden oder 8 Milliarden Menschen leben, aber ich glaube, wir müssen von dem Diskurs weg zu sagen, naja, die sollen einfach alle mal weniger Kinder kriegen und sowas, sondern es geht ganz wesentlich um eine soziale Ermächtigung und einen sozialen Aufbau, der das nicht mehr nötig macht, Kinder als Rentenversicherung zu haben. Ernährung, nur ganz kurz, wir sehen natürlich verschiedene Faktoren hier. Vor 2 Wochen ist eine Studie des Potsdam Instituts
erschienen, wo gesagt wurde, dass wir 80% unserer Agrarflächen sind verbunden mit Tierproduktion. Tierproduktion auf der Welt aber nur 18% des Kalorienbedarfs weg. Das heißt, wir sehen auch hier, natürlich ist die Fleischproduktion, wie wir sie momentan haben, nicht nachhaltig. Wir sehen, es werden dafür Wälder abgerodet. Wir sehen, dass wir schimpfen auf Brasilien, zu Recht, dass der Amazon abgeholzt wird. Dass dafür aber Soja angebaut wird, um Tiere weltweit zu füttern, hängt auch wieder mit uns zusammen. Und ich glaube, diese globale Perspektive sollten wir sehen. Wir haben 15 Maßnahmen entwickelt und die gehe ich jetzt nicht mehr alle durch, weil die Zeit wird knapp. Aber dafür, das wollte ich nochmal angesprochen haben, und dafür gibt es ja auch dieses Buch, was erschienen ist, und da können Sie alle selber ein Bild von machen. Earth for All, vor anderthalb Monaten in Deutschland erschienen, vor letzten Monat in Englisch, und unsere Vision ist, gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir ein ökonomisches System aufbauen, was innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert, was das Wohlergehen von Menschen und dem Planeten fördert, statt Wachstum aller Kosten. Wie angesprochen ist der dritte Teil davon eine Kampagne, wo wir mit Regierungen, mit Individuen und mit Unternehmen zusammenarbeiten wollen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das können wir dann nächstes Jahr besprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlich vielen Dank. Also ich muss sagen, fast jede Folie hatte ein Nugget of Wisdom. Deshalb, ich kann nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, Earth for All, wenn euch das interessiert hat jetzt. Und vor allem diese Zusammenhänge zwischen, für mich war das ein Eye-Opener, dieses Poverty, Empowerment and Equality, was das nicht nur Gerechtigkeit per se ist, aber was für einen enormen Einfluss das hat auf der Stabilität und damit auf unsere Möglichkeit, überhaupt die Probleme zu lösen. Also, aber das war einer meiner Learnings. Deshalb, ich kriege keine Prozente darauf, aber ich würde sagen, liest das Buch. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, und es macht das Ganze, wenn man an systemische Zusammenhänge, gut, systemische, es ist immer das Gleiche, ja, sorry, aber an systemische Analysen und Lösungen interessiert, liest das. Ich habe trotzdem noch zwei Fragen. Ja, lass das Wort. Weil das Szenario Giant Leap, ja, versus Too Little Too Late, ja, das Wort, ich habe auch keine Ahnung, was da abgeht, aber wenn da nicht so dafür ist. Ja, nee, noch nicht. Das Thema Stubborn Optimism. Ja. Ja, weil ich meine, wir können jetzt alle in Rollover Play Dead machen, und das kann es nicht sein, aber wir wissen, dass es ernst ist. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Also, was heißt das jetzt genau? Ja, also ich meine, diese Studie, diese Earth for All-Studie basiert ja auf der Zusammenarbeit von führenden Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern und Ökonomen und Ökonomen. Und die Idee war zu schauen, was sind die Punkte innerhalb des Systems, dass es doch noch möglich ist. Und ich glaube, es bringt nichts, in irgendeinen Fatalismus abzugleiten und zu sagen, es ist eh schon vorbei. Es ist natürlich, man darf gleichzeitig die Gefahr nicht runterspielen, und ich glaube, das Giant Leap-Szenario ist was enorme Efforts, enorme Anstrengungen bedarf. Aber alle in diesem Projekt waren sich einig, dass es möglich ist, das zu machen. Und deswegen sind wir auch konkret geworden. Das kommt vor allem durch Jayati Ghosh, eine Ökonomin aus Indien, mit der wir viel zusammengearbeitet haben. Die sagte, ja schön, wenn ihr normativ immer sagt, super, wir können uns ändern und so, aber ihr müsst mal konkret sagen, was wir da machen sollen. Und ich glaube, das ist das, was Hoffnung geben kann. Weil wenn wir so ein bisschen im luftleeren Raum immer nur sagen, die Probleme sind groß und wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen, dann verstehe ich, dass man keinen Optimismus mehr dafür hat. Diese 15 Politikmaßnahmen, die wir gesagt haben, das sind konkrete Sachen, wie zum Beispiel Schuldenerlass für Länder des globalen Südens. Diese meinst du, gell? Ja, genau, sorry, ich sehe hier, ja, das ist die Werbung für eure... genau, also das sind konkrete Sachen, die beschrieben werden. Und ich glaube, das kann Hoffnung geben, dass gesagt wird, wir haben die Ansatzpunkte, wir wissen, wo wir ansetzen können. Und natürlich ist es kein Blueprint, das ist nur die einzige Lösung, was geschehen kann. Aber das sind Ansätze, und wenn wir das machen, dann haben wir die Möglichkeit für größeren systemischen Wandel und können dadurch optimistisch bleiben. Aber ich glaube, wir müssen aus dem normativen, abstrakten in das konkrete politische gehen. Dann eine zweite Frage, hier sind wir jetzt nicht, natürlich, wir sind auch auf der Erde, aber wir sind auch in der Schweiz hier. Und wir sind, meisten von uns sind mit Unternehmen zu tun, arbeiten da drin oder sind dafür verantwortlich.
was kann ein Schweizer Unternehmen jetzt konkret tun, um an diese Themen Beitrag zu liefern? Ja, also ich glaube, das Interessante hier, man kann es natürlich auch downscalen. Ne? Man kann natürlich sagen, welche Art der Energie nutzen wir, welche Art von Kreislaufwirtschaft haben wir Prozesse, in denen wir unseren Materialumsatz reduzieren wollen und so weiter. Das, ja, ich bin mir sicher, das machen viele von Ihnen schon. Wir können aber auch bei Empowerment ansetzen. Wir können schauen, woran liegt es dann, dass in der Schweiz Vaterschaftsurlaub jetzt so mittelausgeprägt ist und können Unternehmen da vielleicht auch irgendwie ansetzen und da soziale Regelungen einführen, dass wir auch hierbei was zusammen machen. Und ich glaube, das gilt für alle Bereiche. Es ist natürlich einerseits Sachen, die wir innerhalb der Unternehmen umsetzen können oder sie, und andererseits sich aber zusammenzutun als Unternehmen und nicht, und wahrscheinlich ist hier die Großteil der Unternehmen machen das eh, aber nicht als Blockade dazustehen für Politikmaßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Es gibt gewisse Maßnahmen, ich erinnere mich vor 8 Jahren, als in Deutschland der Mindestlohn eingeführt wurde und die Unternehmensverbände auf der Matte standen und sagen, das deindustrialisiert Deutschland und wir haben keine Zukunft mehr. Nichts davon ist eingetreten, aber das ist manchmal diese Kurzschlussreaktion. Und ich glaube, sich dem nicht hinzugeben und zu sagen, auch wir als Unternehmen profitieren davon, wenn die Gesellschaft nicht auseinanderfliegt und wenn wir ein ökologisches System haben, innerhalb dessen Menschen gedeihen können, dann bringt es auch was, sich dafür auf politischer Ebene einzusetzen. Und dann dementsprechend einmal in den Unternehmen und zweitens auf der größeren Ebene sich für Politik stark zu machen. Super. Dann vielen Dank.